In diesem Dreieck hier sind alle Seiten gleich lang. Also, ich habe es hier oben nochmal als Aussage hingeschrieben. Die Strecke AB ist kongruent zur Strecke AC und die ist kongruent zur Strecke BC. Also scheint das ja auch wieder irgendwie ein besonderes Dreieck zu sein. Zumindest im letzten Video waren es ja nur zwei Seiten, die gleich lang sind. Und das hat ja schon ausgereicht, um besonders zu sein. Also müssen drei Seiten ja noch besonderer sein. Und das ist auch definitiv so. Und in diesem Video möchte ich dir auch zeigen, warum das wirklich so besonders ist und was daran so toll ist, wenn du weißt, dass ein Dreieck drei gleich lange Seiten hat. Okay, aber erstmal eins nach dem anderen würde ich sagen. Du kannst dir sicher vorstellen, alles was besonders ist, hat erstmal einen eigenen Namen bekommen. Also, das Ganze hier nennt man, wenn alle Seiten gleich lang sind, nennt man ein gleichseitiges Dreieck. Und ich denke, das ist diesmal auf jeden Fall ein sinnvoller Name, weil man aus dem Namen direkt schließen kann, warum das Ganze überhaupt so besonders ist oder was an diesem Dreieck so besonders ist, und zwar, dass halt alle Seiten gleich lang sind. Okay, so viel dazu. Jetzt aber die Frage, was gibt es noch für Informationen, die sich jetzt hinter dieser Aussage hier verstecken? Und dazu, wieder das gleiche Spiel wie sonst auch, mach am besten kurz Pause, denk selber drüber nach, und wenn du wieder das Video anmachst, dann zeige ich dir meine Herangehensweise, was ich noch über dieses Dreieck so alles Schönes zeigen kann. Okay, da bin ich wieder. Ich hoffe, du hast dir deine eigenen Gedanken gemacht. Und ich würde jetzt einfach so an dieses Dreieck rangehen, wie ich es auch beim letzten gemacht habe. Und zwar im letzten Video ging es ja um gleichschenklige Dreiecke. Das heißt, da waren nur zwei Seiten gleich lang. Und wenn ich jetzt dieses Dreieck hier mir anschaue, kann ich einfach mal so tun, oder ich beachte einfach die Seite BC nicht. Und sehe einfach nur, okay, das ist definitiv ein Dreieck, bei dem die Seite AB und die Seite AC zueinander kongruent sind. Dann heißt das ja, dass die Basiswinkel auch gleich groß sein müssen. Also die beiden hier unten. Das heißt, aus der Angabe hier oben kann ich ja direkt schlussfolgern, dass der Winkel ABC, kongruent ist zum Winkel ACB. Okay, soweit so gut. Ist ja an sich schon mal eine sinnvolle oder eine gute Information. Aber wenn ich das so machen kann, das war ja jetzt willkürlich von mir, dass ich die Seite hier unten ausgewählt habe, um die nicht zu beachten. Ich könnte ja genauso gut sagen, und das mache ich jetzt einfach mal in grün. Ich beachte die Seite AC gar nicht und sehe einfach nur, okay, das ist ein Dreieck, bei dem ist die Seite BA genauso lang wie die Seite BC. Dann wäre ja der Winkel hier oben und der Winkel hier unten, ich übermale den jetzt einfach mal, dann wären die ja beide kongruent zueinander. Und zwar mit der gleichen Begründung wie hier oben, die ich nicht hingeschrieben habe. Das hole ich natürlich nochmal fix nach. Also, das hier konnten wir jetzt schlussfolgern, weil, das Ganze hat keinen vernünftigen Namen. Ich schreibe einfach mal hin, weil gleiche Schenkel oder aus gleichen Schenkeln, daraus kann man schlussfolgern, gleiche Basiswinkel. Okay, und mit der gleichen Begründung, wie eben schon gesagt, kann ich jetzt schlussfolgern, und zwar wollte ich das in grün machen, dass der Winkel, wie fangen wir diesmal an, BCA, der Winkel B, das sieht aus wie ein der Winkel BCA ist kongruent, also das war der unten, zu dem da oben, zu BAC. Oder, ja, nehmen wir ein BAC. Zum Winkel BAC. Okay, aber wenn der Winkel genauso groß ist wie der Winkel hier und der Winkel hier unten ist genauso groß wie der Winkel hier oben, na, dann sind ja irgendwie alle Winkel gleich groß. Oder anders gesagt, wenn ABC zum Winkel ACB kongruent ist und der Winkel ACB, okay, ich habe ihn hier falsch rum oder andersrum hingeschrieben, aber es ist eigentlich der gleiche. Warte, ich mache das hier nochmal ein bisschen hübscher. Ich mache das mal weg hier. Und zwar kann ich den Winkel hier ja auch einfach genauso nennen wie den hier oben, ist ja nicht gelogen. Der Winkel hier unten heißt ja genauso gut ACB. Das ist ja genau das gleiche. ACB, aber ich glaube, dann siehst du es leichter. Also der Winkel ABC ist kongruent zum Winkel ACB. Und der Winkel ACB ist kongruent zum Winkel BAC. Das heißt, die sind alle irgendwie gleich
groß. Und das kommt jetzt nochmal in Orange darunter. Das heißt, wir können aus der Aussage hier oben im Endeffekt schlussfolgern. Und ich fasse jetzt eigentlich nur nochmal zusammen, was ich eben gerade schon gesagt habe, dass der Winkel ABC, das war nicht so schön, dass der Winkel ABC kongruent ist zum Winkel ACB und auch kongruent ist zum Winkel BAC. BAC. Ups. Okay, soweit so gut. Das ist ja definitiv schon mal eine praktische Aussage, dass wenn in einem Dreieck alle Seiten gleich lang sind, müssen auch alle Winkel gleich groß sein. Also man kann das ganze Ding hier auch eigentlich ein gleichwinkliges Dreieck nennen, aber ich glaube, ja, da werden die wenigsten darauf anspringen. Beim Gleichseitigen weiß gleich jeder, was du meinst. Ich denke aber, aus der Information hier kriegst du noch eine zweite, und zwar wahrscheinlich sogar noch eine etwas nützlichere Information raus. Denk mal nochmal kurz drüber nach, was bedeutet das eigentlich, wenn du weißt, dass alle Winkel in einem Dreieck gleich groß sind? Oder generell, was weißt du eigentlich noch über alle Winkel in einem Dreieck? Jo, ich würde sagen, in einem Dreieck müssen alle Winkel, ich nenne ihn jetzt einfach mal hier Alpha, Alpha, das ist auch Alpha und das ist auch Alpha, in einem Dreieck müssen ja alle Innenwinkel 180 Grad ergeben. Das heißt, der Winkel hier unten links, ich schreibe das mal hier hinten hin, der Winkel Alpha, der unten links ist, plus den Winkel oben, das ist auch Alpha, plus den Winkel unten rechts, das ist auch Alpha, die müssen 180 Grad ergeben. Oder anders gesagt, Alpha plus Alpha plus Alpha ist ja das gleiche wie 3 mal Alpha, muss 180 Grad ergeben. Oder wenn ich jetzt einfach beide Seiten durch 3 teile, zack, das durch 3, dann kürze ich das hier raus und 18 durch 3 ist 6, also muss Alpha gleich 60 Grad sein. Und das, denke ich, ist schon eine ziemlich praktische Information, weil du dadurch immer gleich eine Zahl erhältst, mit der du dann halt auch weiterrechnen kannst. Das ist natürlich schon ein bisschen praktischer als bei den gleichschenkligen Dreiecken, bei denen du halt erstmal nur in Anführungsstrichen die Kongruenz von zwei anderen Winkeln zeigen konntest. Okay, das ist schon mal ziemlich praktisch. Also die Endaussage ist jetzt, wenn die Seiten gleich lang sind, sind auch die Winkel gleich groß. Aber ich hatte ja im letzten Video auch schon gesagt, das heißt ja nicht, dass man auch gleichzeitig die Gegenrichtung annehmen kann, also dass aus gleichen Winkeln gleiche Seiten folgen. Aber wir können ja mal schauen, vielleicht kann man das ja auch zeigen. Und dann hätten wir natürlich eine ziemlich praktische Aussage, bei der wir immer aus dem einen das andere schlussfolgern könnten. Also ich zeichne nochmal ein Dreieck hin. Ups, das wird nicht so schön. Also, na, so, so und so. Und oben habe ich die ABC genannt, dann nennen wir jetzt die hier D, E und F, die Punkte, D, E und F. Und ich gebe dir die Information in Rot, dass der Winkel hier unten genauso groß ist wie der Winkel hier und genauso groß ist wie der Winkel da. Also ich gebe dir die Information, dass der Winkel DEF, der ist unten links, der ist kongruent zum Winkel DFE, ich vergesse mal das Winkelzeichen, zum Winkel DFE und der ist kongruent zum Winkel EDF. EDF. Okay. Und praktischerweise kannst du jetzt hier im Endeffekt ja die gleiche Argumentationsstruktur nehmen wie auch hier oben. Und zwar im letzten Video hatten wir ja die umgekehrte Richtung auch gezeigt, dass man aus gleichen Basiswinkeln auch gleiche Schenkel oder gleich lange Schenkel schlussfolgern konnte. Das heißt, ich kann aus der Aussage hier oben, kann ich ja definitiv schlussfolgern. Wenn ich jetzt einfach mal annehme, ich betrachte jetzt einfach mal wieder den Winkel hier und den Winkel hier und achte gar nicht darauf, dass der Winkel da oben auch gleich groß ist. Auf jeden Fall sind die beiden gleich groß. Und wenn das beides hier die Basiswinkel von einem gleichschenkligen Dreieck wären, dann müssten die beiden Seiten hier ja gleich lang sein. Also DE muss genauso lang sein wie DF. Also daraus können wir schlussfolgern, dass DE kongruent ist zu DF. Okay, und wieder mit genau der gleichen Begründung, nur in einer anderen Farbe diesmal, und zwar in Pink hatte ich noch gar nicht. Wenn ich jetzt einfach, na, bringen wir ein bisschen was Neues rein, wenn ich jetzt nur den Winkel hier betrachte und den Winkel hier, und das sozusagen die beiden Basiswinkel sind, dann ist das hier ja um die Spitze, in Anführungsstrichen, des Dreiecks, und dann muss ja der Winkel hier, muss die Seite hier genauso lang sein wie die Seite hier. Also können wir wieder aus dem gleichen Grundschluss folgern, dass DF kongruent sein muss zu EF. Naja, und jetzt habe ich ja das gleiche getan im Endeffekt wie hier oben. Ich habe zwei Dinge geschlussfolgert, die ich auch direkt aneinander ketten kann sozusagen. Also ich habe ja hier DF stehen,
als Ende und hier habe ich df als Anfang stehen, also kann ich das ja auch einfach da oben dahinter schreiben. Also in Orange, mache ich mal einen großen Schlussfolgerungspfeil, kann man also auch schlussfolgern, dass df, andersrum, dass de kongruent ist zu df und df ist kongruent zu ef und ef hat hier oben keinen Strich darüber bekommen. So, supi. Das heißt im Endeffekt, du kannst immer von einer Richtung in die andere schlussfolgern, dass entweder, wenn die Seiten gleich lang sind, das war da oben hier oben der Fall, dann müssen auch alle Winkel gleich groß sein, sprich alle Winkel sind dann 60 Grad. Oder wenn dir einer sagt, ah guck mal hier, alle Winkel in dem Dreieck haben auf jeden Fall die gleiche Größe, dann weißt du, ah okay, erstmal sind die definitiv 60 Grad groß und du weißt auch dann sofort, dass alle Seiten auch gleich lang sein müssen. Und ich denke, das ist ziemlich praktisch und warum das praktisch ist und wofür du das brauchen kannst, das kommt dann in den nächsten Videos.